So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Lucky in Stone. Ich bin euer Bombay, auch wenn ihr mich gerade nicht erkennen könnt. Und gleich am Fahrstil werdet ihr meinen, ich bin der Michael Schumacher des Motorradfahrens. Ja, auf jeden Fall, ich habe euch das 1000 Kilometer Video versprochen und in diesem Zuge machen wir eine kleine Tour, Leute. Wir haben letztens schon den Ölwechsel gemacht, der war mir sehr wichtig. Warum habe ich die Maske überhaupt auf? Also wir werden heute mal richtig schön die Yamaha MT-09 ausfahren. Wie gesagt, Leute, jetzt wo ich die 1000 Kilometer hinter mir habe, ich habe jetzt ungefähr 1300 auf Uhr, kann ich auch richtig schön Gas geben, Leute. Die Einfahrzeit ist vorbei, der Motor ist gut eingefahren. Dafür habe ich persönlich gesorgt und deswegen werden wir heute mal ein bisschen Gas geben. Übrigens, wer mir sagen kann, wo wir hier gerade stehen, der kriegt ein Like. Machen wir so. Leute, ich wünsche euch viel Spaß. So, Leute, wir sitzen am Moped drauf. Dann geht das jetzt gleich los hier. Wichtiger Warnhinweis vorher: Die Eltern meinerseits sollten bitte dieses Video nicht gucken. Danke! So, hier haben wir schon mal ein bisschen Platz. Ich kann leider nicht genau sagen, ab wann ihr mich nicht mehr hören könnt. Ja, ich rede einfach weiter und ja, dann könnt ihr mich halt nicht mehr hören. Ob ihr mir jetzt nicht zuhört, ne, oder mich so nicht versteht, ist ja auch egal. Ne, so, hier freundlich sein, grüßen, ne, wichtig. Also Leute, die MT-09, die macht einfach Bock. Ich meine, ich habe jetzt nicht allzu viele Relationen, ich habe jetzt nicht so viele Vergleiche, die ich ziehen kann. Im Grunde genommen tatsächlich auch nur zu meiner MT-07 aus der Fahrschule. Aber dagegen ist das natürlich hier schon eine ganz andere Welt. Die 115 PS, 87 Newtonmeter hatte, glaube ich. Und ja, da geht schon gut ab, ne? Dafür stehe ich auf jeden Fall mit meinem Namen. Wir werden natürlich auch gleich mal so ein paar Soundvideos machen, Leute, denn ich habe eine kleine Überraschung für euch, beziehungsweise eigentlich ist die Überraschung eher für mich. Ich habe mir schon einen Auspuff bestellt, Leute. Ihr könnt euch bestimmt noch daran erinnern, dass ich gesagt habe, ja, erstmal keinen Auspuff, beziehungsweise der wird nach hinten geschoben. Ich habe aber eine sehr geile und sehr günstige Alternative gefunden. Die habe ich heute bestellt und ja, die kommt aus dem Ausland, also wird ein bisschen brauchen, Leute. Aber da freue ich mich unnormal drauf, weil dann wird das hier richtig schön laut am Kanal, Leute. Also diese dreieckigen Schilder mit der roten Umrandung mit Warnung vor einer Kurve verstehe ich einfach nicht. Es müsste solche Schilder eigentlich als Freudenedition geben. So mit grüner Umrandung, so mit ein paar lächelnden Sonnen irgendwie so dran oder so, weil das ist ja dann was Bock macht, ne? Also was natürlich an der MT-09 pures Gold ist, ist der Quickshifter, Leute. Also der ist echt eine Menge wert. Ich meine, ich finde es auch sehr, sehr geil, so zu schalten. Einfach, ich bin sowieso jemand, der gerne schaltet. Ob jetzt Auto oder Motorrad, völlig egal. Ich schalte gerne. Also mit Kupplung halt. Aber der Quickshifter hier bei der MT-09 ist wirklich geil. Und vor allen Dingen sorgt halt dafür, dass ihr so ein paar Sekündchen sparen könnt, wenn ihr mal ordentlich Gas geben wollt, was wir da vorne gleich mal machen werden. Das macht einfach Laune, Leute. Immer wieder kurz und Zwischensprint einlegen, total geil. Jetzt mal eine ziemlich unparteiische Meinung von einem relativ unvoreingenommenen Motorradfahrer wie mir, weil ohne Scheiß, bis vor einem Jahr war für mich Motorradfahren eigentlich gar kein Thema. Gar kein Thema, Leute, wirklich, überhaupt nicht. Und dann habe ich jetzt einen Motorradführerschein ja gemacht, der sich dann leider auch verzögert hat, aber letztlich habe ich ihn. Und ganz ehrlich, Leute, Motorradfahren macht wirklich Bock. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich da so wiederfinde, aber Motorradfahren ist einfach geil, Leute. Oh, Leute, da vorne kommt ein geiles Stück Straße. Rechtskurve, Brücke, Linkskurve, Kurvenausgang.
Das ist geil, da werde ich mal ein bisschen Platz lassen im Vordermann. Und Leute, was ich beim Motorrad auch sowas von komplett unterschätzt habe, Freunde, boah, das ist so heftig, ist die Drehzahl. Ey, du, da ballerst du im dritten Gang irgendwie mit 70 irgendwo lang oder so, da dreht der Motor, weiß nicht, 5000, 6000 oder so, und du denkst, okay, gleich muss ich schalten. Aber du hast dann halt einfach noch 5000, 6000 mehr Umdrehungen, die du drehen kannst. Es ist so geil, Leute. Du kannst eigentlich das Moped hier nur im zweiten Gang betreiben. Ohne Scheiß. Zweiter Gang geht von 0 bis 140 oder so. Ja, reicht. Geile Typen. Ach, der hat die kleinere MT-07. Und der andere hat auch Yamaha. Ich glaube auch die 07er. Ohne Scheiß, Leute, Motorradfahrer sind halt auch eine eigene Community und das ist auch eine Sache, die ich sehr, sehr geil finde. Das ist zwar bei Autofahrern, ich sag mal, gar nicht umsetzbar, weil Autofahrer können sich eigentlich nicht die ganze Zeit grüßen. Weil du sonst einfach nur mit dem Arm nach oben rumfahren würdest. Aber Motorradfahrer finde ich total geil, Leute. Die haben schon angefangen, mich zu grüßen, als ich nur in der Fahrschule mit der Warnweste rumgefahren bin, Leute. Finde ich total geil, dass Motorradfahrer das so machen. Und an alle die Motorradfahrer da draußen, macht das bitte genauso weiter. Da fühlt man sich einfach direkt so akzeptiert, sag ich mal so, ne? Geile Sache auf jeden Fall. Und Leute, wo sich so ein bisschen die Menge spaltet, sind die Autofahrer gegenüber Motorradfahrer. Das ist teilweise geil, teilweise schade. Es gibt viele Autofahrer, die feiern euch dafür, wenn ihr als Motorradfahrer irgendwie mal im zweiten Gang mit 9000 Umdrehungen überholt oder so auf der Landstraße. Die feiern euch dafür. Aber es gibt eben auch echt viele Autofahrer, die denken irgendwie so ein bisschen, die sind benachteiligt gegenüber den Motorradfahrern. Sind sie natürlich auch, weil so ein Motorradfahrer ist einfach wendiger, viel schneller, viel agiler und sowas. Kann sich durch enge Gassen durchquetschen, zum Beispiel so eine Stau. Wenn jetzt mal Stau ist oder so, da kannst du dich als Motorradfahrer halt da durchquetschen. Und die meisten sagen auch nichts. Aber ich glaube, dann gibt es auch viele Autofahrer, die sich dann so ein bisschen angepöbelt fühlen. Und das merkst du dann auch. Die machen dann extra die Gasse so ein Stück enger oder so. Also, das ist auch so ein bisschen eine doppelseitige Erfahrung, die ich gemacht habe, seitdem ich jetzt Motorradfahrer bin quasi. Ich dachte, hier steht ein Blitzer, meine Kamera. Und überhaupt, Leute, man muss sich ja auch mal vorstellen, mit welcher oder mit welcher Leistung bei einem Auto man jetzt die Leistung von meinem Moped hier oder jetzt von den meisten Mopeds halt in Relation sehen kann, ne? Also ich sag mal, bei den Geschwindigkeitswerten oder bei den Werten, die einfach hier die MT-09 jetzt liefert, da musst du halt echt schon irgendwie ein sportliches Auto holen, was mit Sicherheit 50.000 Euro kostet. So, und da muss man halt auch ganz klar eine Moped als Positivpunkt ansehen, dass das so günstig ist. Auch tanken, ey, ganz ehrlich, Leute, für einen 10er ist das Ding voll, ne? Und das ist halt einfach geil. Auch Versicherung und alles andere ist natürlich auch sowas von günstig. Und
Ja, also auch eigentlich ein günstiges Hobby, wenn man sich jetzt nicht gerade ein neues Moped kauft, ne? Womit man dann erstmal ordentlich ein paar Riesen raushaut, aber naja. Und ich weiß nicht, wo ich hier gerade bin, deshalb drehen wir mal einmal. Aber so auf Landstraßen, das ist schon perfekt jetzt auch für die MT. Und ja, also da fühlt die sich auch am wohlsten, ne? Also das ist richtig geil. Auch Autobahn, Leute, ich bin halt auch schon mal ein oder andere Mal Autobahn gefahren. Letztens habe ich die auch, glaube ich, mal ausgefahren auf VMAX oder 210 oder so hatte ich drauf. Aber ganz ehrlich, Leute, das macht mit so einem Naked Bike einfach keinen Bock. Jetzt habe ich natürlich den Vergleich nicht zu einer Supersportler, aber ich denke, da sieht die Geschichte schon anders aus. Wobei man natürlich da sagen muss, da liegst du halt, ne? Also hier bei der MT-09 sitzt du halt noch sehr, sehr aufrecht und echt sehr angenehm. Wobei ich letzte Mal von meinem Cousin die KTM 690, da bin ich drauf gesessen, da sitzt du einfach noch gerade. Also da sitzt du wirklich ganz gerade drauf, ey. Was natürlich auch nochmal ein Stück geiler ist, aber hier jetzt überhaupt nicht störend bei der MT-09. Oh, und das ist auch überhaupt nicht störend. Und ich weiß nicht, ob man es sehen kann, Leute, auf der Aufnahme, aber ich bin jetzt auch in den Modus A gewechselt. Seitdem ich die 1000 geknackt habe, fahre ich nur noch in den Modus A. Und der Modus A bei der MT-09 ist absolut krank. Der ist absolut krank. A steht für Arschficken in dem Fall, weil der Motor reagiert jetzt so heftig, so filigran auf sämtliche Bewegungen, die ich am Gasgriff mache. Das macht einfach richtig Bock damit. Auch so in die Kurven gehen, Leute, aber wie gesagt, da möchte ich nochmal sagen an der Stelle, ich bin natürlich alles andere als irgendwie ein guter Motorradfahrer. Also ich bin mit Sicherheit ein guter Motorradfahrer, aber nicht, wenn es darum geht, jetzt so Maschinen voll auszulasten und die Leistung voll abzurufen. Aber trotzdem, Kurven fahren macht übel Bock und ja, ist einfach auch wieder ein riesen Pluspunkt an Motorradfahren. Aber das können auch, glaube ich, nur Motorradfahrer nachvollziehen. So Autofahrer, die sagen, ah, viel zu gefährlich und bla, viel zu schnell alles, keine Ahnung, und bist du schnell tot, aber Motorradfahren hat auch viele gute Seiten, Leute. So, Leute, wo wir jetzt gerade hier hinter dem anderen Motorradfahrer her, kann ich euch eigentlich auch mal die Gunst der Stunde nutzen und so erzählen, was ich noch so alles vorhabe oder was noch so alles kommt an dem Moped. Was haben wir jetzt schon gemacht? Der SP-Display ist drin, die Handyhalterung ist dran. Und der Kennzeichenhalter, das war, glaube ich, erstmal alles, was wir so gemacht haben bis jetzt. Es werden definitiv noch andere Spiegel kommen, auf jeden Fall. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob nach unten montierte Lenkerendspiegel die richtige Wahl für mich sind. Weil ich glaube einfach, dadurch sehe ich nicht allzu viel. Aber da hilft wohl nur, die Scheiße zu testen. Ja, Leute, dann der Auspuff, wie gesagt, heute bestellt, aber der wird mit Sicherheit 2 Wochen dauern, bis der da ist. Ich möchte da keine Details zu nennen, Leute. Das wird eine Überraschung und das wird auf jeden Fall eine laute Überraschung werden. Dann das Projekt mit den Blinkern. Das habe ich natürlich auch nicht vergessen, Leute. Vorne, das war vorne die Tagfahrlichter zu Blinkern umrüsten. Das werde ich vermutlich auch mal demnächst ansetzen. Und auf jeden Fall, was dann auch kommen wird, ist hinten andere Blinker. Mit denen war ich anfangs zufrieden, aber ich denke, da kommen dann auf Dauer doch mal andere hin. Ja, Leute, ey. Ich bin ja gerade so ein bisschen dabei, mir so, zumindest so ein bisschen so ein Wheelie halt anzueignen. Ja, jetzt nicht, dass ich damit 14 Kilometer fahren kann, aber zumindest mal so ein bisschen for Style, Leute, ihr wisst, ja. Und das möchte ich natürlich erlernen, ohne mich dabei zu zerlegen. Aber ich muss sagen, auch das ist dank dem A-Modus sehr, sehr geil dosierbar bei der MT-09. Klar war das jetzt gerade nicht ansatzweise irgendwie lange oder so, aber man entwickelt halt ein Gefühl so mit der Zeit, Leute. Und das kann man eigentlich, wie gesagt, dank diesem A-Modus, der sehr aggressiv ist, sehr geil entwickeln, dieses Gefühl. Oh, guck mal hier, Leute. Schön der Johnny. Johnny ist ein 7er, ne? 6er. Oh, geil, geiles Ding, ey. Ob ihr das glaubt oder nicht, Freunde, der Bombay kennt sich tatsächlich sehr gut mit Traktoren aus. Und so einen Traktor zu fahren, gerade so eine Maschine, ich meine, das war ja noch klein, wenn man das jetzt mal mit amerikanischen Verhältnissen oder allgemein ausländischen Verhältnissen vergleicht, war das Ding noch klein. Aber ohne Scheiß, Leute, Trecker fahren macht auch so Bock, Freunde. Ihr glaubt das nicht, aber es ist so geil. Aber der weigert sich auch strikt zu überholen, der Kerl, ne? Der fährt Motorrad, um Motorrad wie ein Auto zu fahren, ehrlich.
stark von den Fahrradfahrern. Einfach knallhart hier über die viel befahrene Landstraße rüber zu fahren, ohne zu gucken, ey. Wisst ihr, was ich auch total blöd finde, Leute? Das mag jetzt für die meisten von euch total unverständlich sein und einfach auch richtig behindert vielleicht. Ich finde es ein bisschen scheiße, dass ich Motorräder noch nicht so identifizieren kann. So Marke, Modell und Baujahr und so und Eigenschaften. Das kenne ich halt von meiner Autoleidenschaft. Da kann ich so im Vorbeifahren, kann ich so Baujahr, Motorleistung und so wahrscheinlich auch noch Hubraum und alles sagen. Und das habe ich einfach noch nicht so bei Motorräder. Da kann ich einfach auch noch nicht mal so Marke meistens so feststellen. Das finde ich da auch sehr, sehr schade. Aber Leute, ich bin auch noch dabei, mich in die Thematik einzufinden und eben auch mich an alles zu gewöhnen, ey, Leute. Ich hoffe, dass das in ein paar Jahren auch so ist wie bei Autos, wie ich das von Autos kenne. Wobei halt Autos oder PS-starke Autos, diejenigen, die mich kennen, die wissen ja, 450 PS ER6 ist mein stärkstes Auto gewesen. Das ist was ganz anderes, Leute. Du kannst es einfach nicht miteinander vergleichen, absolut gar nicht. Du kannst es wirklich nicht miteinander vergleichen. Da wird mir wahrscheinlich jeder zustimmen, der eben auch schon mal beide Seiten gesehen hat. Also sowohl auch schnelle Motorräder als auch Autos. Und mit gesehen haben meine ich natürlich selber mal erlebt haben, selber mal gefühlt haben. Aber es macht so Bock. Es macht einfach so Bock. Das war Fahrschule. So sah ich auch noch aus vor 3 Wochen oder vor 2. So, Freunde, und ich würde sagen, wir beenden so langsam unsere Tour. Und ja, das machen wir über die Autobahn, damit wir das Video nochmal ganz gemächlich ausklingen lassen, Leute. Dann geht's los. Natürlich hier vor dir so ein Suzuki Swift, weißt du? Ganz passend, ey. An dem fliegen wir jetzt mal vorbei, Leute. Das ist so einer meiner absoluten Lieblingsabschnitte hier in Oberhausen mit den Autobahnen. Wenn du nämlich von Grafenmühle kommst, kannst du auf die 2 auffahren. Eine Abfahrt weiter fährst du direkt wieder ab, hast da Beschleunigung. Dann fährst du auf die nächste Autobahn auf die 3, dann hast du da wieder Beschleunigung. Dann fährst du hier schön in Stärkrade ab und fährst gleich nochmal auf die 516 in Stärkrade wieder auf. Oder ist das Stärkrade? Keine Ahnung. Oder Osterfeld. Da fährst du dann wieder auf und dann hast du einfach 3 Beschleunigungsetappen hintereinander und ich nenne das die 3-Schanzentournee. Boah. Ich muss halt sagen, die Serienanlage braucht sich gar nicht verstecken mit ihrem Sound. Aber man gewöhnt sich einfach viel zu schnell daran, Leute. Man gewöhnt sich, gerade an Sound und Leistung gewöhnt man sich so schnell. Und deswegen wird bald der andere Auspuff kommen, Leute. Da freue ich mich sowas von drauf. Das wird so ein geiles Video werden, ey. Nein! Nein! Der fährt einfach hier mit seinem Bus auf Autobahn, ey. Ist das nicht verboten? Alter, ey. Ist das nicht zumindest dann verboten, wenn er vorne Moped fährt? Junge, Junge, Junge. Da ist noch eine Gesetzeslücke da, Leute. Ja, wir können ja aber direkt Gas. So, Leute, ich bin jetzt gleich wieder an meinen Heimatort angekommen. Ich würde sagen, wir beenden die heutige Tour damit. Es hat viel Spaß gemacht. Wie gesagt, Wie schon mal angekündigt, Freunde, wir können sowas gerne mal öfter machen in Zukunft. Dass wir einfach mal ein bisschen auf dem Moped ein paar Ründchen drehen und ich, weiß nicht, irgendwelche Kommentare von euch beantworte, irgendwelche Fragen, die ihr zu irgendwas habt. Und ja, Leute, macht es gut. Ich wünsche euch was. Und bis zum nächsten Mal, ne?